Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem nächsten DVD- und Blu-ray-Update. Das hier ist jetzt das Update des Mai. Ich hoffe, dass ich euch dann in 3 Wochen dann direkt das nächste Update zeigen kann, dass ich ein bisschen hinterherbleibe diesmal. Beginnen wir jetzt mit 2 Filmen, über die ich nicht so furchtbar lange reden möchte, weil ich über die schon geredet habe in unserem Podcast, in unserer Podcast-Reihe. Beginnen wir mit Blow Up von Michelangelo Antonioni. Den hatte ich ja mal in dem letzten Roundup, den wir gemacht haben, besprochen. Und da möchte ich jetzt nicht mehr so viel hinzufügen. Das Ganze ist ein Thriller aus dem Jahr 66. Der erste Film, den Antonioni in englischer Sprache gedreht hat. Es geht um einen Fotografen in London der 60er Jahre. Es geht um die Swing 60s, die da eine Rolle spielen. Und die im Gegensatz zu diesem Fotografen stehen, der ganz auf seine Arbeit zurückgezogen ist und der scheinbar in einem Park einen Mord beobachtet hat oder diesen auch fotografiert hat und sich dann dran macht, eben mit Blow-Ups, also Vergrößerungen von Fotos, diese beobachtet und eben denkt, er hätte da einen Mord beobachtet und dann zieht sich er eben ganz in seine Arbeit zurück und in diesen sozusagen Kriminalfall zurück und interessiert sich dann überhaupt nicht mehr für die Welt drumherum. Es ist vorher schon so, dass er eigentlich nur für seinen Beruf lebt. Aber das ist dann nochmal eine Reduktion und das steht dann nochmal mehr in dem Kontrast zu diesen Swing 60s. Der Film hat wirklich, wirklich ganz gut gefallen, hat zum Teil irgendwie Lynch-eske Züge, also wie David Lynch das vielleicht inszenieren würde. Der Soundtrack ist unglaublich klasse, der Film ist sehr stimmungsvoll. Kein gewöhnlicher Film, aber wenn man so die 60er Jahre mag, Swing 60s mag und einen Film mit einem ungewöhnlichen Ende mag, bei dem man ein bisschen aufpassen muss, da kann man sich den hier auf jeden Fall anschauen. Gut, dann der nächste Film, über den ich nur ganz kurz reden möchte, ist Django Unchained. Wir hatten ja eine Besprechung gemacht, direkt als wir aus dem Kino kamen, der Max, der Michi und ich. Und sehr viel, was wir da in diesen Minuten nach dem Film gesagt haben, war richtig und würde ich jetzt auch so wieder sagen. Also was das, ich weiß nicht ganz, mehr, also ganz genau, was ich gesagt hatte, ob ich das auf das Verhältnis der Deutschen in dem Film genau eingegangen bin. Aber das ist sehr interessant, wenn man da sich mal anschaut, was für eine Rolle eigentlich King Schulz in dem Film hat und was für eine Moralvorstellung er in den Film bringt. Dann auch natürlich die Knackpunktszene des Films, als er Beethoven hört, die deutsche Musik hört und dann sich dazu entscheidet zu sterben oder zumindest zu sagen, dass er so diese Situation nicht lassen kann, finde ich sehr, sehr gut gelöst. Dazu auch der Einfall, da kommen wir gleich noch zu, wenn ich euch die Belohnung von Fritz Lang vorstelle, die ich mir nämlich nicht extra wegen hier Django gekauft habe, aber mir gekauft habe, da können wir auch nochmal auf die Belohnungen-Sage eingehen. Ich kann direkt jetzt schon sagen, das, was Django oder auch Quentin Tarantino hier erzählt, ist natürlich nicht das Richtige, die Belohnungen liegt da, aber da gehe ich dann später drauf ein, wenn ich euch die Filme von Fritz Lang vorstelle. Bleibt mir zu sagen, mir hat Django Unchained ganz gut gefallen. Er ist aber, da bleibe ich bei, er ist nicht so gut wie zum Beispiel in Glorious Bastards. Der war doch noch ein bisschen ausgereifter, der hatte ein bisschen eher Tarantino-eske Züge. Aber das sollte jetzt auch schon zu dem gewesen sein. Ist ein guter Film, macht man auf jeden Fall auch nichts mit falsch, wenn man es den auf Blu-ray zulegt. Kommen wir dann jetzt tatsächlich zum richtigen Update-Teil des Videos und beginnen wir mit dem besten Film des Updates, und zwar Miyazaki Kobayashis Kwaidan. Das Ganze ist ein Horror, Episoden-Horror aus dem Jahre 1964, eben von Miyazaki Kobayashi, von dem ich euch ja schon mal den originalen Harakiri vorgestellt habe, der auf der deutschen Blu-ray von dem Remake von Takashi Miike mit drauf war und der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, Horrorfilm aus dem Jahr 64, der geht über 3 Stunden, ist aufgeteilt in 4 Episoden. Das hier ist jetzt die Masters of Cinema DVD mit einem unglaublich dicken Booklet. Hier in dem Booklet sind nämlich diese 4 Episoden auch allesamt abgedruckt. So entsteht eben dann, ich glaube, es ist über 60 oder über 80 Seiten lang, dieses Booklet. In der ersten Episode geht es um einen jungen Samurai,
oder um einen armen jungen Samurai, der seine Frau verlassen muss oder seine Frau verlässt, um durch eine Heirat mit einer Tochter eines reichen Unternehmers sich selbst finanziell besser zu stellen. Und er tut dies, obwohl er und seine Frau sich eigentlich immer noch sehr lieben. Und seine neue Beziehung oder seine neue Ehe scheitert dann an dem Luxus, die diese Ehefrau gewohnt ist. Er sehnt sich nach seiner alten Ehefrau zurück. Das Ganze ist eigentlich mehr eine Liebes- oder Geistergeschichte mit einem sehr albtraumhaften Ende. Und dieses Ende zeigt dann das erste Mal tatsächlich auch die Klasse von Miyazaki Kobayashi. Die zweite Episode ist dann tatsächlich spannender und gruseliger und hat dann mehr was von einem Horrorfilm. Es geht hier um zwei Holzfäller, die in einer stürmischen Winternacht in einer Hütte übernachten müssen. Und mitten in der Nacht beobachtet einer der beiden, der Jüngere, wie eine Art Frau aus Schnee oder ein Geist in Gestalt einer Frau dem älteren Samurai im wahrsten Sinne des Wortes das Leben aushaucht. Und daraufhin kommt eben dieser Geist oder diese Frau auch auf ihn zu und will ihm auch das Leben aushauchen und verschont ihn dann mit der Warnung, niemandem etwas von dieser Nacht zu erzählen. Und diese Szene, wie dieser Geist in dieser Hütte auf ihn zukommt, das ist wirklich handwerklich perfekt. Wenn ihr euch diesen Film kauft, achtet mal ganz besonders auf diese Szene. Das ist das, wie ich die 60er Jahre liebe. Da wird nur durch Einstellungen und durch Schnitte wird eine unglaubliche Spannung hervorgehoben und ein Sogeffekt hergestellt. War wirklich eine beeindruckende Szene. Das hat sehr, sehr viel zu dem Horror in dieser Geschichte beigetragen. Sowieso muss man sagen, dass der Horror des Films, der entsteht ja eigentlich so gut wie nur durch die Geschichte, also die Handlungen der Person selber und eben die filmerischen Elemente. Das heißt, Kobayashi verzichtet weitestgehend auf Schockeffekte. Dementsprechend sollte man vielleicht auch vorneweg sagen, das hat eigentlich jetzt nicht so viel mit dem zu tun, was man eventuell von einem modernen amerikanischen Horrorfilm zu erwarten hat. Also das hier ist wirklich was komplett anderes. Kommen wir dann zur dritten Episode. Die ist gekennzeichnet oder beginnt mit einer unglaublich starken Seeschlacht, in unglaublich großen Studiosets. Der ganze Film spielt sowieso nur in sehr großen Studiosets, eben eine Seeschlacht stattfindet und die dann mit sehr, ja, so japanischer Musik, zurückhaltender japanischer Musik untermalt ist. Sowieso der Soundtrack von diesem Film ist unglaublich gut, könnt ihr auch mal eventuell bei YouTube gucken oder ich verlinke ihn sogar auch. Und das ist dann sehr, sehr beeindruckend und farbintensiv, wie hier Kobayashi mit Farben spielt. Das hat so ein bisschen was wie zum Beispiel Gate of Hell oder der originale Ballad of Narayama. Und das macht dann auch klar, dass das Geschehen eben nicht real ist. Zum Beispiel gibt es, was diesen Film ausmacht, sind die Hintergründe immer große, riesige, gemalte Leinwände. Und in der zweiten Episode gibt es zum Beispiel dann eine Szene, wo die eben diese beiden Holzfäller durch den Wald laufen und der Hintergrund ist gespickt mit eben ganz vielen gemalten Augen, die diese Holzfäller schon beobachten und die dann schon in dieser Szene klar machen, dass eventuell was in dieser Nacht passieren wird. Das hat dann auch Ähnlichkeiten mit zum Beispiel Blind Beast. Da waren es zwar nicht gemalt Hintergründe, aber da waren es in den Studiosets, waren das ja Plastiken, die an den Wänden hängen, falls jemand Blind Beast gesehen hat. Kann ich auch nur empfehlen. Film, den ich euch nie vorgestellt habe, aber den ich mir mal gekauft habe. Vielleicht stelle ich ihn euch irgendwann mal vor. Gut, kommen wir jetzt hier dann auch tatsächlich zu einem Ende und beenden das Ganze. Mir hat Quaidan unglaublich gut gefallen. Mit einer der besten Horrorfilme, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Der Film hat, wie man das wahrscheinlich auch schon raushören kann, einen hohen künstlerischen Anspruch und verlangt auf jeden Fall eine Menge Konzentration und auch die Bereitschaft, sich auf diesen Stil einzulassen. Ich fand den Film wirklich, wirklich fantastisch. Gucken wir uns mal ganz, ganz kurz hier die Rückseite an, weil das ein paar sehr interessante Bilder hat, die das vielleicht auch ganz gut klar machen. Das hier zum Beispiel die beiden Bilder aus der, oder hier die drei Bilder aus der dritten Episode, die auch die beste ist, in der dann ein Musiker, ein blinder Musiker, von Geistern jede Nacht entführt wird und eben
diese Seeschlacht, die zum Anfang der dritten Episode dargestellt wird, diesen vorsingen muss und dann geschützt werden soll, indem so ein paar buddhistische Gebete auf seinen ganzen Körper geschrieben werden, außer die Ohren. Die Ohren werden eben dann vergessen und so hat der Geist nur die Möglichkeit, diesen blinden Sänger an den Ohren zu fassen. Und das ist dann die Szene des Covers, als der Geist ihm die Ohren abreißt. Auch ein unglaublich visuell sehr, sehr starkes Bild. Nochmal zusammengefasst, wer die 60er Jahre mag, wer japanisches Kino mag, wer Horrorfilme mag, mit einem hohen künstlerischen Anspruch, kauft euch diesen Film hier. Meine höchste Empfehlung, die ich geben kann. Wahnsinnig, wahnsinnig toller Film. So, ich habe eigentlich nur die Hälfte zu dem, was ich zu Quaidan sagen wollte, untergebracht, aber man muss auch loslassen können und ich glaube, das hat jetzt auch gereicht. Dementsprechend machen wir jetzt ein bisschen schneller und ich stelle euch zwei Filme vor, und zwar Oh Boy, das Ganze ist das Debüt von Jan-Ole Gerster. Das Ganze ist ein deutsches Drama, Komödie in Schwarz-Weiß gehalten aus eben dem Jahr 2012. Den hatte der Ramon ja auch schon mal vorgestellt oder zumindest sehr empfohlen. Und diese Empfehlung möchte ich jetzt direkt auch weitergeben. Es geht um einen Kerl, Ende Mitte 20 in Berlin, der sein Studium geschmissen hat und seine Freundin verlässt ihn. Und er lebt sozusagen ziellos in den Tag hinein. Die eigentliche Handlung gibt es in diesem Sinne nicht. Es sind eigentlich nur lange Szenen über kleine Ausschnitte eben in seinem Leben. Aber ihm zu folgen macht wirklich, wirklich Spaß. Und es gibt dann auch durchaus lustige Szenen. Aber die Grundstimmung ist sehr melancholisch, was dann auch die langen Einstellungen und das Schwarz-Weiß, was das auch verstärkt. Dazu passend ist dieser etwas jazzige oder soulige Soundtrack, der auch unglaublich gut ist, hat mir sehr gut gefallen. Und das Zusammenspiel von diesen langen Szenen im Soundtrack, Schwarz-Weiß, das ist wirklich top und dem Lebensgefühl, das hier vermittelt wird. Wirklich ein toller Film, um genau zu sein, habe ich seit 2004, also seit fast 9 Jahren, keinen so guten deutschen Film mehr gesehen. Und zwar seit Die fetten Jahre sind vorbei. Falls den jemand kennt, das ist so mein liebster deutscher Film, glaube ich, der jüngeren Geschichte. Die fetten Jahre sind vorbei. Aber der hier kommt dem schon sehr, sehr nahe. Also jetzt nicht inhaltlich oder so, aber von der Klasse her wirklich sehr, sehr guter Film. Und dann direkt weiter zum Film, über den ich auch nicht so viel sagen möchte, und zwar The Big Sleep. Film nur von Howard Hawks mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall. Damit ist im Prinzip auch schon alles gesagt. Für mich ein sehr typischer Vertreter des Genres. Er hat eigentlich alles das, was man an dem Genre liebt. Vom Privatdetektiv bis zur Frau, die alle in den Ruin stürzt. Ein Spaß beiseite. Ist ein schöner Film noir. Das hier ist jetzt die britische DVD. Ich weiß nicht, ob es auf dem Weltmarkt noch eine bessere gibt, aber die hier ist nicht besonders gut. Das Bild ist nicht gut. Ich weiß, also da würde ich nochmal gucken, wenn ihr euch den zulegen wollt, ob es da eine überarbeitete Fassung gibt. Die hat zwar deutsche Untertitel, aber gut, bräuchte ich jetzt auch nicht. Ist aber auf jeden Fall ein guter Film noir, wenn man Film noir mag. Großer Regisseur, große Schauspieler, großes Kino der 40er Jahre. Kommen wir jetzt zu einer Veröffentlichung, auf die ich mich sehr gefreut habe, seitdem ich weiß, dass er rausgekommen ist. Und zwar The Complete Existing Films of Zaro Yamanaka, hier aus der Masters of Cinema Series rausgebracht. Zaro Yamanaka war ein japanischer Regisseur der 20er und 30er Jahre, der ein unglaublich düsteres Schicksal erlitten hat. Der musste zusammen mit Yashiro Ozu an die Front, ist dort ums Leben gekommen und von seinen Filmen haben nur 3 Stück, er hat 26 Filme gedreht, haben nur 3 Stück den Krieg komplett überlebt, was daran liegt, dass dieses Medium-Film noch nicht so, vor dem Krieg noch nicht so als Kulturgut angesehen war und deswegen nicht so schützenswert war.
Und der also dann auch nach seinem Tod ein schweres Schicksal hatte als Filmemacher. Nur 3 Filme haben das überlebt. Und das hier ist jetzt das erste Mal, dass im westlichen Raum seine Filme veröffentlicht wurden. Eben jetzt hier von Eureka mit englischen Untertiteln. Und da haben wir hier, was eigentlich auch ganz sehr interessant ist oder sehr interessant sein könnte, haben wir hier eben Sado Yamanaka mit Yashiro Ozu, kurz bevor sie zur Front sind. Sehr interessantes Bild. Ich habe von diesen 3 Filmen bisher nur 2 gesehen, den wohl bekanntesten und denjenigen, der auch schon einzeln veröffentlicht wurde von Eureka, Humanity and Paper Balance. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, deswegen werde ich mich jetzt nur auf die ersten beiden beziehen. Im ersten geht es, oder das der erste Film, den ich gesehen habe, das ist eine Komödie aus dem Jahr 35, und es geht um einen Pott oder um ein Gefäß, in dem sich eine Beschreibung befindet, wo 1 Million Ryo zu finden sind. Diese Tatsache wird allerdings zu spät entdeckt und diese Vase oder dieses Gefäß wird verkauft, und so machen sich dann verschiedene Charaktere auf, sie wiederzufinden. Die Geschichte konzentriert sich dann neben dieser Suche vor allem auf einen einarmigen und einäugigen Samurai, der sich eines kleinen Jungen annimmt, dessen Vater eben bei dieser Suche nach diesem Gefäß ums Leben kommt. Und dieser wird dann auch zufällig, also dieser kleine Junge wird dann zufällig auch zum Besitzer dieser Vase. Ein unglaublich guter Film, ein sehr guter Film, weil er trotz seines Alters erst im Jahr 35 wenig an Witz verloren hat. Und er ist auch von den 3 Filmen oder von den 2 Filmen, die ich bisher gesehen habe, derjenige, der sich am leichtesten gucken lässt. Ich hätte es, ehrlich gesagt, kann ich ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass ich tatsächlich einen japanischen Film aus dem Jahr 35 als so lustig empfinden kann, aber der hier ist wirklich, wirklich herzerwärmend lustig, dieser Film. Unglaublich, unglaublich rührend. Hat mich sehr positiv überrascht, und es war erfrischend, sowas zu sehen. Das so 30 Jahre Comedy aus Japan, das war erfrischend. Der zweite Film ist auch nur Komödie, geht allerdings dann ein bisschen mehr in die Richtung Drama, ist ein bisschen schwächer, weil er zum Ende hin ein bisschen unübersichtlicher wird und insgesamt nicht ganz so dynamisch und nicht ganz so lustig ist wie der erste. Es geht um einen kleinen, wertvollen Dolch, der auch immer wieder den Besitzer wechselt und an dem dann auch immer mehr Existenzen hängen. Also hat, sagen wir mal, ähnlich zum ersten Film. Hier die große Empfehlung für alle Leute, die ein bisschen was sehen wollen aus einer Zeit, aus der man nicht mehr sehr viele Filme aus Japan sieht. Kauft euch die Veröffentlichung, vor allem der erste Film ist wirklich, wirklich toll. Sehr, sehr lustig. Und man hatte, es gibt nun mal nicht mehr so furchtbar viele Filme, japanische Filme in den 30er. Und dass hier ist diese 3 Filme in die Masters of Cinema Series geschafft haben, ist sehr, sehr löblich. Und das sollte man unterstützen. Deswegen kauft euch diese Veröffentlichung. Wirklich sehr zu empfehlen. Kommen wir jetzt zur für mich persönlich wichtigsten Blu-ray-Veröffentlichung dieses Jahres, und zwar Onibaba von Kenate Shindo, dem Regisseur, der Kuroneko gedreht hat, den ich euch ja auch schon mal vorgestellt habe. Das Ganze ist wieder ein Horrorfilm aus dem Jahr 64. Es geht um eine Frau und deren Schwiegertochter, die vom Krieg sich in einen Schilfwald zurück oder in einen Schilfsumpf zurückziehen müssen. Sumpf ist es eher. Und eines Tages und eben zum Überleben immer wieder Samurai überfallen, diese dann töten, in ein dunkles, tiefes Loch werfen, deren Ausrüstung dann bei einem Hehler verhökern, und eines Tages dann auf einen Samurai treffen, den sie leben lassen, der sich auch in diesem Schilfsumpf absetzt und mit dem dann die junge Frau oder die Schwiegertochter eine Beziehung anfängt und so die Schwiegermutter die Gefahr sieht, dass sie nicht mehr überleben kann, weil eben diese beiden Frauen eigentlich nur zusammen überleben kann oder man in diesem Schilf nur mit Hilfe überleben kann, und sie Panik bekommt,
dann einen weiteren Samurai trifft, der eben eine solche Maske trägt, diesen umbringt, die Maske an sich nimmt, die sich überstreift und so als Dämon verkleidet, immer wieder ihrer Schwiegertochter nachts auflauert, wenn sie schon voller Panik durch den Schilf läuft zu ihrem Liebhaber. Das ist so im Prinzip im Groben die Geschichte. Schauen wir uns ganz kurz mal das Booklet an, weil hier ein paar ganz interessante Bilder drin sind. Hier zum Beispiel, wo die beiden Frauen am Anfang des Films zwei Samurai getötet haben und diese eben durch den Schilf ziehen. Oder hier die beiden Hauptfiguren. Jetzt suche ich ganz kurz mal ein Bild mit der Maske. Der Samurai mit der Maske und die Frau. Der Film, genau, oder hier noch wunderbar, wie die Frau mit der Maske die Schwiegertochter in der Hütte auflauert und ihr weismachen will, dass sie ins Fegefeuer kommt, wenn sie weiter diese Affäre mit diesem Mann betritt und das nur vollkommen auf sich bezieht macht, damit sie eben weiterleben kann oder Chancen hat zu leben. Der Film wird dominiert von diesem Schilf, von dieser Symbolik des Schilfes und dass die Kamera dadurch fährt und dann zum Teil die Menschen eben nicht sichtbar sind. Die große Symbolik des Films ist eben die Maske, das Schilf und das Loch. Alles drei ja sehr klare Symbole, die sich gut analysieren lassen. Der Film wird gezeichnet von einem sehr düsteren Bild. Diese Frauen werden durch den Krieg, den man nie sieht, der höchstens als schwarzer Rauch in der Ferne zu sehen ist, werden sie gezwungen, ihr sozusagen menschliches Dasein aufzugeben und ähnlich wie das schon in Kyroneko der Fall war, sich auf den Überlebensinstinkt zurückzuziehen und dadurch dann auch die einzigen Freuden oder die einzigen Instinkte, die sie haben, ist eben dann die Sexualität und der Hunger, der sie zum Leben bringt und im Leben auch weiterführt. Und das steht dann im krassen Gegensatz zu den filmerischen Elementen, die gezeichnet sind von einem starken Kontrast. Ist ein Schwarz-Weiß-Film, der sehr gekonnt mit Licht und Schatten spielt und auch mit starken Farben spielt, mit tollen Einstellungen, tollen Kameraeinstellungen, denen dann die Gesichter auch sehr oft geteilt sind. Man das vielleicht auch hier von dem Cover entnehmen kann. Und der dem Film dann auch die nötige Dynamik gibt. Dazu dann der Soundtrack, wieder ein bisschen jazziger Soundtrack, gepaart mit ein bisschen elektronischer Musik, also 60er Jahre elektronisch, bisschen alte japanische Trommelmusik. Das harmoniert alles sehr, 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 sehr gut. Und so zeichnet eben der Film ein sehr trostloses, aber ein visuell sehr starkes Bild von dieser Landschaft, von diesen zwei Frauen. Und da ist die Blu-ray auch wirklich zu empfehlen. Wer also lieber Schwarz-Weiß-Horror sehen möchte, dem sei eher Onibaba empfohlen. Wer einen visuellen, eher künstlerischen Anspruch haben möchte, also eher einen Gemäldeanspruch, dem sei dann eher Kuroneko empfohlen. Das sind beides fantastische Horrorfilme. Ich kann gar nicht sagen, welche mir denn tatsächlich besser gefallen hat. Beide kriegen eine starke Empfehlung. Noch ganz kurz zur Richtigstellung zu dem, was ich zu Onibaba gesagt habe. Ich meinte mit starken Farben natürlich immer nur den Kontrast, den Schwarz-Weiß-Kontrast, der hier konnte eingesetzt wird und dem, in dem es dann auch Dinge gibt, die es zum Beispiel so nicht in der Natur gibt, beispielsweise eine schwarze Sonne etc. Also das meinte ich mit Farben. Nicht, dass da tatsächlich Farben vorkommen würden. Und der letzte Film dann für heute, über den ich auch nur ganz kurz was sagen möchte, sind die beiden Nibelungenfilme hier in der Blu-ray von in der Masters of Cinema-Reihe rausgebracht von Fritz Lang. Die beiden Filme aus den 20er Jahren, also aus dem Jahr 24 sind sie beide. Das sind die Filme, die direkt nach Dr. Mabuse der Spieler entstanden sind. Erzählt wird hier in über 5 Stunden die Nibelungensaga, wie also Siegfried den Drachen besiegt und dann Kriemhilde zur Frau nimmt, verraten wird und im zweiten Teil dann Kriemhilde Rache für seinen Tod haben möchte. Der zweite Teil hat mir auch besser gefallen, in dem eben dann Kriemhilde Rache begeht und damit verbunden
den Untergang der Nibelungen einläutet. Toller Stummfilm. Alles passt eigentlich in dem Film sehr, sehr gut. Schauspielerei, Musik, Kostümdesign, Setdesign und Dynamik des Films hat mir sehr, sehr gut gefallen. Lässt sich relativ gut gucken für den 5-Stunden-Film aus den 20er Jahren. Und ist mit Sicherheit noch auch eine interessante Story, vor allem der zweite Teil, wo es dann um die Rache geht und da Intrigen gespickt werden, ist sehr zu empfehlen. Und wie zu jedem Update, zu jedem Ende des Updates, gibt es jetzt nochmal die ganzen Filme im Überblick. Wir haben also hier die Nibelungen, dann Onibaba, dann Quaidan aus der Yurika-Veröffentlichung, dann Sado Yamanaka, The Big Sleep, Oh Boy, Blow Up und Django Unchained. Ich hoffe, dass es euch hoffentlich wie immer gefallen hat, dass es einigermaßen interessant war. Und ich würde mich wie immer sehr über Kommentare freuen. Hat mich gefreut, dass wenn irgendjemand durchgehalten hat, dass ich es geschafft habe. Ich verabschiede mich, macht es gut, haut rein und wahrscheinlich bis in 3 Wochen wieder. Macht es gut!